Öffentliche Medienanstalten rufen in Deutschland zum Boykott der Fußball-WM 2022 in Katar auf. In dem Jahr 2022 haben sich deutsche Politiker, Moderatoren und Medien vor der Weltöffentlichkeit blamiert. Und in diesem Jahr, 2024, tun sie es erneut. Die Gründe, die angeführt wurden, um Katar während der WM 2022 zu boykottieren, waren unter anderem die eingeschränkte Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Es wurde gesagt, dass Katar ein unmenschliches Verhalten an den Tag lege, weil Arbeiter zu Tode kamen, die am Bau der Stadien beteiligt waren. In diesem Jahr wird die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland stattfinden. Und wenn ihre Argumente tatsächlich ehrlich gemeint waren, dann würden die Deutschen ihre eigene EM boykottieren. Die Öffentlichkeit führte Debatten darüber, ob die FIFA den Austragungsort ändern müsse, um so ein Zeichen zu setzen. Um das Signal nach außen zu senden, dass die westlichen Werte, wie die erwähnten Freiheiten, wichtiger sind als ein Fußballturnier. Um den Menschen zu sagen, dass ein Staat, der die Menschenrechte nicht aufrecht hält, kein Anrecht darauf hat, solch belanglose Events, die in ihren Augen aber großen Wert besitzen, auszutragen. Wir haben deutsche Doppelmoral häufig zu sehen bekommen. Wir haben häufig gesehen, wie geheuchelt ihre Standpunkte sind. Beispielsweise kennt jeder von uns den Satz, andere Länder, andere Sitten. Dieser Satz meint, dass die Menschen auf der Welt unterschiedliche Lebensweisen haben, die es zu tolerieren gilt, egal wie befremdlich sie einem erst einmal erscheinen mögen. Doch sind wir Zeuge davon geworden, wie die deutsche Innenministerin selbst dagegen verstoßen hat, als sie in Katar ihre Regenbogenbinde trug. Ein großartiges Beispiel dafür, von anderen zu fordern, was man selbst nicht halten will. Nun werden wir wieder deutsche Doppelmoral erleben. Denn genau die Dinge, welche von Politikern und Medien bezüglich Katar kritisiert wurden, kann man nun ihnen selbst vorwerfen. Wir alle haben erlebt, wie die deutsche Politik die Versammlungsfreiheit eingeschränkt hat, wenn es um Palästina-Demos ging. Wie sie die Meinungsfreiheit eingeschränkt haben, indem sie bestimmte Sätze und Worte verboten haben. Wir haben gesehen, wie sie die Pressefreiheit durch Zensur und Verbote eingeschränkt haben. Darüber hinaus ist Deutschland aktiv an einem Genozid beteiligt und liefert Waffen an Tyrannen und spricht ihnen bedingungslose Solidarität zu, während genau diese unsere Geschwister mit deutschen Waffen töten. Mit deutschen Waffen werden Journalisten und ihre Familien bedroht und getötet. Mit deutschen Waffen werden Kinder und Frauen massakriert. Mit deutschen Waffen werden ihre eigenen Werte von Freiheit und Menschenrecht mit Füßen getreten. Aber spricht man hier davon, die EM an einem anderen Ort stattfinden zu lassen, um ein Zeichen zu setzen? Nein, denn das, was wir so oft zu hören bekommen, Meinungsfreiheit, Menschenrechte und so weiter, sind nichts anderes als schön klingende Worte, die keinen realen Wert haben. Sie sind Heuchler, die bei sich selbst einen anderen Maßstab ansetzen als bei anderen. Sie sind Heuchler, die Worte wie Meinungsfreiheit und Menschenrechte nur dann benutzen, wenn sie ihnen einen Vorteil verschaffen und sie vergessen, wenn es ihnen schaden könnte. Sie sind nicht wie wir, die sowohl, wenn es uns zugute kommt, als auch dann, wenn es uns augenscheinlich schadet, am Islam festhalten. Ihre Werte sind nichts als Werkzeuge, die sie benutzen, wie es ihnen beliebt, von denen sie aber nicht überzeugt sind. Wohingegen wir eine feste Überzeugung darüber haben, dass der Islam und die Werte, die aus ihm entspringen, die richtigen sind. Wenn es anders wäre, dann würde es die Europameisterschaft in Deutschland wohl nicht geben.